Und wenn wir das Stichwort Corona haben, für Sie kommen jetzt auch, ich sage mal, eine neue Art von Kontrollen auf Sie zu. Das heißt, jetzt gibt es auch Bußgelder. Wie konkret setzen Sie das um? Also wird da gleich mit dem Hammer draufgeschlagen oder ein bisschen entspannter? Also entspannter. Unsere Devise ist hier hinweisgebend, beratend unterwegs zu sein im Einzelhandel, bei der Gastronomie, bei den Cottbusserinnen und Cottbussern. Das ist die ganz klare Devise. Es geht uns nicht darum, Bußgelder hier in Größenordnung zu verhängen, sondern wir sind gemeinsam mit unserer Polizei unterwegs im Einzelhandel, wo wir beratend tätig sind und auf die neuen Regelungen der Umgangsverordnung hinweisen. Und das, was wir auch feststellen, dass bei einer großen Mehrheit der Cottbusserinnen und Cottbusser und der Gäste unserer Stadt die neuen oder die Regelung der Umgangsverordnung, sprich Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen, eingehalten werden. Das heißt, man muss schon ein harter Verweigerer sein, damit man hier belangt wird. Ja, der Gesetzgeber sieht vor, bei Privatpersonen Bußgelder zwischen 50 und 250 Euro. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist Aufklärung, Beratung und Information. Allerdings, und auch das sage ich, bei Totalverweigerern oder aber auch Wiederholungstätern, dann werden wir um Bußgelder leider nicht herumkommen. Sie haben schon angesprochen, Gastronomie ist ein interessantes Stichwort. Ich beobachte das selber auch total unterschiedlich. Werden Daten aufgenommen? Wie wird denn da kontrolliert? Beziehungsweise gibt es denn da mal eine Einheitsregelung, dass man sagen kann, ja, man muss alle Gäste erfassen oder es reicht einer plus die Zahl? Also es ist mittlerweile so, dass wir auf unserer Internetseite www.cottbus.de einen Erfassungsbogen hinterlegt haben für die Gastronomieeinrichtung, der dort runtergeladen werden kann, damit wir was Einheitliches haben in unserer Stadt. Erstens und zweitens, dass wir den Gastronomen auch helfen bei der Umsetzung dieser Regelungen der Umgangsverordnung. Wir sind auch in den Gastronomieeinrichtungen unterwegs, in den letzten 4 Wochen bei 300 Einrichtungen, die sich überwiegend, also über 70%, die Regelung einhalten. Bei 1/3 ist es ein bisschen schwieriger, aber da haben wir natürlich geholfen und Tipps gegeben. Wir werden auch nachkontrollieren und weitere Hinweise geben, denn auch hier gilt, so was auch bei den Privatpersonen gilt, gilt auch hier, Bußgelder sind da nicht unser Ziel, sondern Hinweise geben, damit wir alle gesund bleiben und vor allem die Infektionszahlen, die so gering sind in unserer Stadt, dass sie weiterhin so gering bleiben. Letzte Frage, haben Sie denn so viel Personal für so viele neue Aufgaben noch? Also es sind neue Aufgaben, die natürlich auch uns zum Umdenken bewegen müssen. Wir haben ein engagiertes Team bei uns in der Verwaltung, die sich damit beschäftigen, vom Ordnungsamt bis Gesundheitsamt. Da sind ja mehrere Bereiche davon betroffen. Wir werden das im Tagesgeschäft mit abwickeln, das sage ich sehr deutlich. Es wird hier keine Corona-Streife oder Corona-Ordnungsamtspolizei geben, sondern im Tagesgeschäft sind wir damit unterwegs.